Hallo und willkommen bei meinem Let's Play. Das ist mein allererster Let's Play-Versuch, also seht's mir nach, wenn es einige kleine Ungereimtheiten, Fehler oder ähnliches gibt. Aber ich bin nun schon ziemlich lange in Minecraft aktiv und dachte mir, okay, es gibt zwar massig Technik-Let's Plays, aber ich möchte auch mal was machen. Zur Erklärung, ich habe einige Mods installiert, gerade IC und BC sollte ja vielen was sagen. Also IndustrialCraft und BuildCraft. Ich habe auch RedPower mit drauf. Bin natürlich auch immer offen für andere Sachen. So ist es natürlich nicht. Gut, ich habe mir schon eine Welt erstellt. Ich würde sagen, legen wir los. Ich habe natürlich hier noch nichts gemacht. Und werde jetzt mit den ganz einfachen Standards anfangen. Und ja, ich habe mir die Welt ausgesucht. Ich habe ziemlich viele generiert. Ich wollte einen Vulkan in der Nähe haben und habe durch Zufall auch ein kleines Dorf in der Nähe. Gut, und dann fangen wir mal mit den Minecraft-Standards an. Verkloppen wir Holz. Wird natürlich auf Dauer nicht ganz so lange gehen hier, weil ich habe den Timber-Mod installiert. Damit fallen sich natürlich die Bäume wesentlich leichter. Im Endeffekt ist es hauptsächlich jetzt erstmal dran, einen kleinen Unterschlupf zu bauen, obwohl wir auch eigentlich in eins von diesen Häusern gehen könnten. Aber ich hätte gerne meine eigene Hütte. Die sollen da mal ihr Ding drehen. Achso, Monster sind natürlich an. Ich habe ja nicht vor, hier auf Peaceful zu spielen. Ich werde viele technische Spielereien versuchen und hoffe, dass ihr daran wirklich Spaß haben könnt. Fangen wir mal an, hier ein bisschen Holz erstmal zu sammeln. Nehmen wir gleich mal wieder mit. Ich will natürlich auch nicht einfach irgendwelche Holzhütchen hier hinbauen, sondern ich möchte schon ein bisschen was schaffen damit. Wie ihr seht, Singleplayer-Commands sind installiert. Das ist natürlich hauptsächlich für meine Testwelten und die Tutorials, wenn ihr euch davon schon eins angeguckt habt. Fällen wir erstmal einen schönen Bereich aus. Ich finde es hier in der Senke ganz nett. Ein paar Bäumchen mitnehmen. Wunderbar, ich liebe Holzwerkzeuge, das ist echt bombastisch. Es dauert auch gar nicht lange, hier sowas zu benutzen. So, ich habe natürlich auch einen kleinen Plan, ein paar Sachen, die ich machen möchte. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Aber ich bin auch offen für Ideen. Oder wenn ihr bestimmte Mods sucht, die ihr gerne im Spiel gespielt haben wollt, einfach was sagen. Kann man ja immer dazu ziehen. Natürlich wäre es jetzt ein bisschen schwer, hier mit IndustrialCraft, ThornCraft oder so zu kombinieren. Aber man kann ja sicherlich ein paar Kleinigkeiten machen. Ihr werdet auch sehen, also ein paar mehr Sachen habe ich schon installiert. Aber die großen habe ich euch ja genannt. Eine Kleinigkeit vielleicht. Ich habe den Elemental Creepers Mod installiert. Ich dachte für ein bisschen Spaß und mehr Shocking auf meiner Seite. Irgendwo habe ich auch gerade schon wieder einen Zombie gehört. Gut. Wer im Elemental Creepers nichts sagt, das verändert einfach nur die Creeper. Es gibt ein paar mehr, es gibt ein paar interessante, es gibt ein paar sehr zerstörerische dabei. Aber ich denke, es ist recht spaßig, wenn man sich die mal antut. So, dann wandeln wir mal gleich ein bisschen Holz um. Ach ja, wie ihr seht, ich bin mit dem Standard Texture Pack. Ich habe bis jetzt noch keins gefunden, wo ich wirklich alles mit abdecken kann, was ich so möchte. Bastel aber gerade selber noch an einem. Vielleicht kriege ich es ja in dem Let's Play hin, das dann auch zu ändern. Obwohl es mich persönlich jetzt nicht wirklich stört. Ich mag die Standardtexturen. So, komm her, schaffen.
gleich ein bisschen Wolle einsammeln. Damit wir auch was zum Schlafen haben. Oh, hier ist ein See, das habe ich noch gar nicht gesehen. So. Dann haben wir für unser Bettchen auch schon alles fertig. Mehr Schafe kill ich jetzt nicht. Fangen wir mal mit einem kleinen Haus an. Lass mich ein bisschen aufräumen. Ich werde jetzt für den Anfang wirklich nur eine Kleinigkeit bauen. Was mein erstes größeres Ziel ist, ich möchte ein Haus in einem Vulkan. Also ich möchte nicht in irgendeinen Baum ziehen oder ähnliches, sondern ich möchte als allererstes eine kleine Hütte mit Glasfront im Vulkan. Finde ich total spannend und man kann sich den Kamin sparen, weil man einfach nur bis zur Mitte gehen muss. Da dann einfach fließende Lava im Zimmer hat. Total super. So. Nehmen wir gleich noch ein bisschen Sand mit. Zeit ist genug. Glasscheiben bauen. Wird es nicht so dunkel bei uns. Und für ein bisschen Stein sollte ich vielleicht auch noch sorgen. So. Wo fangen wir das dann am besten an? Oh, Blümchen. Farben sind immer gut. Okay. Massenweise Setzlinge. Und Fleisch. Komm her! Meine Güte, ich tu dir doch gar nichts. Oh, doch. Das war jetzt aber nicht nett. Haben wir hier irgendwo eine Schlucht oder sowas? Also auf der Map sieht man zumindest nichts. Schade, ich hätte echt gerne relativ einfach Stein gewonnen jetzt irgendwo. Habe ich noch nicht gleich direkt eingebuddelt. Naja, dann buddeln wir eben doch ein Stück. Und ja, ich habe mir natürlich keine Spitzhacke erstellt. Wie ihr seht, erstes Let's Play. Bitte, bitte nicht böse sein. Nervosität kommt noch so ein bisschen durch. Bei Tutorials ist es immer ein bisschen einfacher. Man kann schneiden. Es geht alles relativ schnell. Und man muss sich nicht so viele Gedanken machen. Das kann man alles vorher schön austüfteln. Und hat dann keinen Stress. Weil alles quasi live über die Bühne gehen muss. Woran ich übrigens momentan noch arbeite, weil ich ja hier gerade alles noch auf Englisch stehen habe. Ich möchte gerne die Sachen alle auf Deutsch umschreiben. Ich habe es bei Industrial Craft inzwischen schon gemacht. Alle Namen mal ein bisschen umgeändert, auf Deutsch geschrieben. Ich lasse mir hier irgendwas reinrennen gleich. So soll es ja nun nicht sein. Ich baue hier schon eine halbe Höhle aus. Damit es auch für diejenigen unter euch, beziehungsweise eigentlich für alle dann, ein bisschen einfacher ist, weil die Mods werden ja leider im größten Teil nur im Englischen geschrieben. Habe ich jetzt nicht das Riesenproblem mit, aber ich kann mir vorstellen, dass es für viele ziemlich nervig ist. Also ich finde es immer ein bisschen blöd. Ich mag die Sprache, aber ich mag meine Sprache genauso. So, wie viel Stein haben wir denn? 32, oh, ein paar mehr. Bauen wir eine schöne Höhle, damit uns ein Creeper von hinten überraschen kann. Panik! So, und dann erstmal. Oh, ich glaube, die lasse ich hier stehen. Die können wir bestimmt noch gebrauchen. Moment. Na, nimm was. Mine. Mine passt besser. So. Ich finde es immer schön, wenn man weiß, wo man war und wo man hin muss. Ich denke, der Vulkan hier ist bei uns erstmal ausschlaggebender Punkt genug.
Schaffen wir das noch mit dem Häuschen? Oh, oh, oh. Ich vertrödel hier eine Zeit, das ist unglaublich. Gut, fangen wir direkt an mit Hausbau. Wie groß soll ich es denn machen? Ich habe es vorher nicht geplant. Machen wir erstmal nur klein. Habe ich davon noch genug Holz? Natürlich nicht. Okay. Der einfache Weg. Bett schnappen. Und bei unseren Nachbarn pennen gehen. Dann können wir morgen in aller Ruhe das Häuschen bauen. Und schon mal mit dem ersten Teil anfangen. Mann, wie schnell so ein Minecraft-Tag doch immer vorbei ist. Das ist unglaublich. Ist kein Licht drin. Ist das hier was? Ne, ich spawn nichts drin. Tschack. Und schlafen. Hey, wir haben die Nacht überlebt. Es hat nichts gekillt. Finde ich super. Gut, dann bauen wir uns jetzt noch ein paar Bäume ab. Sind ja genug da. Wieder ein Vorteil, ich muss das Fleisch überhaupt nicht braten, ich habe noch genug Äpfel. So, hier direkt im Umfeld zum Haus vielleicht noch die Bäume wegnehmen. Nicht, dass uns hier nachts wieder Spinnen überraschen oder ähnliches. So. Wie viel brauche ich? Machen wir mal ein Stick voll, denn es ist nicht ganz so schwer. Ja, Minecraft ist am Anfang irgendwie immer das Gleiche. Und trotzdem möchte ich es nicht aussparen. Also eigentlich habe ich die ganze Zeit überlegt, schneiden, eventuell viele Sachen offscreen machen, nur die Technik präsentieren. Aber ich finde, zu Minecraft gehört es nun mal einfach dazu. Man kann sich natürlich hinstellen und sagen, oh hier, aber dann kann ich auch ein Tutorial machen. Dann brauche ich kein Let's Play dafür. Was unterhält man sich eigentlich in einem Let's Play? Ich meine, im Endeffekt sitzt man da und unterhält sich mit sich selber. Ich meine, das ist schon eine spannende Sache. Der Gedanke, dass die Leute nachher da sitzen und sich den ganzen Spaß angucken, finde ich eigentlich total super. Wenn es denn geguckt wird. Gebaut. War klar? Ich sag ja, völlig verplant. Die ganze Zeit nervös am Überlegen, was könnte man sich jetzt unterhalten. Nein, ernsthaft. Also ich werde jetzt hier mir eine kleine Hütte aufbauen, irgendwas Schickes. Oder auch nicht. Muss ja nicht schick sein. Alles daneben setze. Ey, ist jetzt ein Witz, oder? Machen wir den Eingang auf die, Seite hier. Ja, das ist gut. Dann werden wir wohl ein bisschen meinen gehen müssen danach. Okay. Passt das? Na, gar nicht. Ich muss jetzt aufpassen mit der Axt, nicht, dass ich mir mein ganzes Haus wieder einreiße. Da werde ich wohl mehr Holz brauchen.
Nein, das geht mit Planks. Das erste Eigenheu. Ich muss dringend dran denken, mir Lehm zu besorgen. Also ich persönlich bin auch nicht wirklich ein Holzhaus-Fan. Ich finde, man kann da mal nicht so viel machen. Sieht zwar auch nicht hässlich aus, aber... irgendwie... ich sehe Ziegelhäuser hübscher. Ich meine, was Mojang da... egal. Die Häuser von denen sind ja nun wirklich nicht schick. Sieht es aus, trotzdem ich unten... ja. Gut, gut. Bauen wir schon mal die Box ab. Und nehmen die nach innen. Vorher brauche ich helles Holz für meinen Fußboden. Ja, okay. Ich glaube, langsam zählen die Ausreden nicht mehr. Sehr schick. Sehr, sehr schick. Gut, dann machen wir uns eine Tür. Und setzen die schon mal ein. Sehr schön. So, wie machen wir das mit den Fenstern jetzt am sinnvollsten? Ja. Doch, finde ich super. Eigentlich nicht. Eigentlich hätten wir das am Rand setzen müssen. Ja. Das geht so nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufzeichne. Aber ich wollte die erste Folge wenigstens so lange machen, dass wir eine Behausung haben. Damit es nicht ganz so schäbig wirkt. Obwohl, ihr seht ja jetzt schon, dass ich keinen Plan habe. Ihr könnt euch auf jeden Fall auch zum Thema Musik mal auslassen. Ich finde es immer relativ entspannend, wenn ein bisschen was im Hintergrund läuft. Kann ja sein, dass es total störend wirkt. Aber ich denke eigentlich nicht. So, bauen wir uns gleich mal einen Ofen. Obwohl der Steinofen natürlich in dem Technikpack eigentlich völlig... naja. Da verbrät man ja mehr Kohle drin, als man nachfarmen kann. So, dann habe ich jetzt alles Holz auch. Mann. Dann lassen wir ihn mal machen. Eine Packung mit Fackeln und für ein paar Glasscheiben wird es wohl noch reichen. Derzeit kann ich ja hier schon fertig machen. Ich hoffe, dass die Sounds nicht zu laut eingestellt sind. Ich habe vorhin zwar die Aufnahme getestet, aber über Lautsprecher kommt die echt schon ziemlich laut rüber. Nicht, dass sie nachher doppelt und dreifach hallen. Oder ihr mich leiser drehen müsst, obwohl vielleicht ist das auch eine bessere Idee. Vielleicht sollte man einfach gar nicht reden. Nee. Ja, das ist auch ein Teil des Mods. Der ersetzt mir automatisch, was ich in der Hand hatte.
wenn ich es dann nochmal im Inventar habe. Nur leider kann er anscheinend nicht so ganz die Farben auseinanderhalten. Wo ich jetzt so einen einfarbigen Boden auch schon ziemlich finde. Aber gut, für den Anfang soll es genügen. Ich mag es nur nicht, wenn man sich so ein Dreckloch aushebt und sich darin niederlässt. Also da habe ich lieber am Anfang ein bisschen was Schickeres. Wenn auch nicht ganz so toll, aber wenigstens ein bisschen. So. Das hätten wir. Dann schmelzen wir mal Glas ein. Und ich hole derzeit noch ein bisschen Holz. Um noch ein paar Fackeln zu machen. 16 Glas müssen wir jetzt einschmelzen. Das reicht zumindest für ein paar Scheiben. Bauen wir unser Bett hin. Stellen wir gleich hier rüber. An die Seite. Ist ja auch schon fast wieder dunkel. Die Folge ist immer noch nicht zu Ende. Mann, Mann, Mann. Ich bin aber auch langsam. Dann nehme ich jetzt hier raus. Brauchen wir 6 Glas. Machen uns wenigstens mal ein paar Fackeln. Ganz so düster hier drin wird. Und sobald 6 Glas fertig sind, perfekt, bauen wir uns die ersten Scheiben, dass uns die Monster hier nicht reinkriechen. Obwohl 16 jetzt auch nicht gerade viel sind. Und ja, ich bin ein kleiner Schisser, was Monster angeht. Bin ich ganz ehrlich. Ich mag die nicht. Und ich würde ehrlich gesagt wahrscheinlich auch ohne spielen. So, das sollte erstmal genügen. Schlafen. Aber die machen das Ganze natürlich auch spannender. Und durch eine Höhle zu kriechen ohne Monster ist ja auch irgendwie ein bisschen öde, oder? Obwohl ich ganz ehrlich, ich habe noch keinen Creeper gesehen. Eigentlich die ersten, die mich so ein bisschen verfolgen. Da ist einer. Ah. So. Ach, nach der vierten reicht. Wir wollen ja heute auch nicht zu viel Kohle machen hier. Ich wollte eigentlich Kohle abbauen. Tschack, tschack. So. Noch ein bisschen Sand. Wir brauchen noch mehr Glas. Tür rausreißen, hier den Boden noch ordentlich machen. Naja, zumindest schon mal eine kleine Behausung, auch wenn die Spinnen noch durch die Fenster kommen. Aber hey, sollen sie doch machen. Ziehen wir jetzt erstmal eine Decke rein. Eigentlich würde ich die auch noch eins höher machen, aber für den Anfang reicht das halt. Freiem Himmel pennen bei Regen ist immer so doof. Es hat erstaunlich wenig geregnet bis jetzt. Ich glaube, das ist so einer der schlimmsten Punkte auch immer in meinen Tutorials. Es fängt immer an zu regnen. Erst seit ich es permanent ausschalten konnte, ist es nicht mehr vorgekommen. Nein, du nicht. Na, haben wir doch nochmal 6 Glas, dann können wir hier schön Fenster dicht machen. Wunderbar. Nicht schön, aber selten. Habe ich noch genug Holz? Ja. Glaubt auch gar nicht, wie oft ich beim Welten erstellen im Dschungel gelandet bin. Ich mag Dschungel irgendwie nicht. Also schon, ich finde es total cool gemacht. Das ist wirklich, also großer Respekt, aber da drin zu bauen, das ist immer
total umständlich, finde ich. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Wir haben das Dach fertig. Wir machen jetzt noch ein paar Fackeln. War noch eine Kohle hier übrig, ja. War noch 4 Fackeln fertig. Und keine Sticks mehr. Na klar. Dann bauen wir uns noch schnell eine Kiste. Ich weiß, ich nehme jetzt hier das falsche Holz, denke ich. Grunde. Sollte man das nehmen, was man mehr hat. Oh, gleich 2. Mal eine Doppelkiste. Die stellen wir uns hier vorne hin. Sehr schön. Lassen wir alles rein, was wir so für den Anfang nicht brauchen. Saplings. Brauchen wir noch Steine, brauchen wir noch für Holz, können wir auch behalten. Ja, wunderbar. So. Noch mehr Glas. Und Kohle. Da will ich jetzt einfach nochmal Holz. Eine Kohle nochmal zu 8 Kohlen umwandeln. Glas noch mit hier rein. Das ist übrigens nur der Anfang. Ich möchte nachher natürlich die Iron Chests nutzen. Den Mod habe ich auch installiert. Ich finde es einfach ein bisschen übersichtlicher. Man hat mehr Platz. Und vor allem mag ich die Geheimkiste, weil man dann nämlich keine Schilder braucht, was wo drauf ist, sondern kann einfach so schauen. Ja gut, ich würde sagen, für die erste Folge, oh mein Gott, wie billig sieht das denn aus? Dafür definitiv noch ein Dach. Aber für die erste Folge soll es das gewesen sein. Ich denke, die ist schon so lang genug. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. Es ist ja jetzt noch nicht wirklich was Technisches gewesen. Viel rumgelabert, viel Mist gebaut. Aber immerhin, wir haben Häuschen, wir haben nette Nachbarn. Und wir werden sicherlich auch noch eine Menge Spaß haben, wenn wir auf die Industrieteile zugehen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß und bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Zum nächsten Mal, hoffentlich. Zum nächsten Mal, hoffentlich. Zum nächsten Mal.